Und da sind wir wieder bei Plants vs. Zombies. Und wir müssen heute wieder mal die Welt retten. Mit Mais. Und Butter. Ihr könnt ihr euch aussuchen, Mais oder Butter, was euch besser gefällt. Oder Mais mit Butter. Ah, Mais mit Butter. Könnte man auch mal wieder essen, so. Boah, das war immer geil. Reden wir über Mais mit Butter in diesem Let's Play. Das kommt gut. Nein, wir reden einfach über Mais, der Mais schießen und Butter schießen kann, weil er cool ist. Ich mag Mais, wie ihr seht. Der hält mir die Zombies vom Dach fern. Ist auch im echten Leben so. Ich habe da immer meine Maiskolben stehen und die regeln. Die regeln für mich. So. Ist bei euch zu Hause noch auch so, oder? Also, ich finde das jetzt nicht noch unnormal oder so. Also, Mais regelt einfach. Mais regelt. Seht ihr? Mit Butter und Mais. Schöne Grüße übrigens an Luca Dora. Der mag auch Mais, soweit ich weiß. Ich werde ihm das Video zuschicken. Er mag Mais. Ich mag Mais. Wir alle mögen Mais. Magst du Mais? Du da, ja, genau du. Magst du Mais? Magst du Mais? Das will ich dir auch raten. Ich meine, wer mag kein Mais? Mais ist doch cool. Könntest du mal ein bisschen Butter schleudern? Der kommt mir gefährlich nahe. Ich überlege gerade. Ich ging jetzt nicht anders. Kinders, muss man so machen. Wir waren jung und brauchten das Geld. So. Ich will jetzt endlich die scheiß Sonnenblumen fertig kriegen. Meine Güte. Wachst mal schneller. So. Zack. Können wir... Ach, wir lassen uns jetzt erstmal mit der zweiten Reihe Mais. Wir machen erstmal die zweite Reihe Sonnenblumen. Die haben wir nämlich gleich fertig. Und wir brauchen... Auf diese Lane brauchen wir die Nüsschen. Dann kann das dann nämlich auch gleich schon nur stehen bleiben. Dann brauchen wir das gar nicht wieder entfernen. Ja, ja, ich bin nämlich ein Fuchs. Ich habe das nämlich alles so geplant. So. Hier ist natürlich jetzt doof, weil da nur ein Ding so... Ein Ding steht. Machen wir einfach so und so. Hörst du auf, das Nüsschen anzuknabbern? Ich glaube ja wohl. So, Charge. Recharging. Flower Pot. Okay. Hier ist natürlich jetzt auch Dead End. Aber jetzt nicht mehr. Ich bin gespannt, wenn ich das jetzt hinsetze, ob der mir wirklich Diamanten anzieht oder einfach nur so allgemein alles anzieht. Zack. Ach, den braucht man gar nicht aufwecken. Okay. Den braucht man einfach nur... Ich hoffe mal, dass man ihn einfach nur draufsetzen muss. Ja. Schaut so aus jetzt. Also, ich erkenne jetzt... Tatsache. Tatsache. Das funktioniert. Es funktioniert. Ich habe Leben geschaffen. Oder auch nicht. So, jetzt kommt a huge wave of zombies. Ja, müssen wir uns drauf abnehmen, ne? Wir haben noch nicht mal zwei Reihen Mais gehabt, Alter. Das ist ja gemein. Aber auch damit kommen wir zurecht. Norm. Hallo? What the fuck? Ich bin tot. Scheiße. Scheiße. So eine Kacke. Oh, wie schade. Ja, müssen wir nochmal machen, ne? Oh, das war ja... Das hat mich jetzt angekotzt. Aber wir haben jetzt eine neue Erkenntnis. Die brauchen wir nicht. Und dafür können wir ja die Cherry Bombs benutzen. Und die sind dann für solche Situationen einfach mal zuständig. Das ist jetzt blöd gelaufen. Aber sehr blöd gelaufen. Aber gut. Was muss... Das muss, ne? Ich würde gern. Ich würde gern. Ich würde gern. Ich
Ich bin mir immer so unschlüssig, was ich nehmen soll. Ach, den brauche ich ja noch, genau. Und theoretisch können wir auch noch den nehmen. Ja. Ja, ja, ja. Repick. Wieso? Ach, man muss. Nee, man muss gar nicht. Muss gar nicht. Ja. Ja, 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 ja. So funktioniert das. So habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt pflanzen wir erst das. Meine Güte, bin ich gestorben. Das war das erste Mal in diesem Let's Play, oder? Also es ist eigentlich nicht schwierig, wirklich die Zombies draußen zu halten, aber das war jetzt einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ich war einfach zu blöd, mich darauf einzustellen, dass vielleicht auch sowas passieren könnte. Aber, naja, was passiert, das passiert. Ich habe gerade rausgeklickt. Ich Vollidiot. So, Mais-Shooter. Der kann erstmal ein bisschen shooten. Oh, wir waren so weit, ne? Das ist so schade. Naja, gut. Wird halt eine längere Folge jetzt. Habe ich das Gefühl. So. Schauen wir mal. Ich will vielleicht dann nachher noch Rogue Legacy aufnehmen, wenn ich das Spiel hier durch habe. Weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich das heute mal durchprüge. Plants vs. Zombies, weil ich hab einfach die Schnauze davon voll. Das ist immer. Manchmal Folgen kommen und dann irgendwie 3-4 Wochen nicht und dann kommt wieder mal 5-6 Folgen und dann wieder nicht. Deswegen, ich prüge das jetzt durch, lade das hoch, plane das und dann haben wir das endlich mal fertig. Ich habe das Gefühl, der kommt mal gefährlich nahe hier. Kann das? Bitte friss erstmal die Sonnenblume. Komm schon, geh down! Get down! Get down! Get down! Alter Scheiß. Wir haben schon wieder ein Problem. So, warte mal. Nochmal von vorn. Jetzt haben wir natürlich Zeit verschenkt. Richtig viel Zeit verschenkt. Aber egal, warte. Wir müssen. Hier muss der Topf hin. Für das Nüsschen. Und jetzt können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen und haben noch genügend Zeit, dass wir hier den Mais-Shooter hin machen können. Ah, da kommen natürlich auch schon die Nächsten. Die wollen was von uns. Die neuen Vertreter mit ihrem neuen Schlurflook sehen wirklich verdammt cool aus in ihren schnittigen Anzügen. So. Das dürfte er jetzt aber eigentlich schaffen, wenn er noch ein bisschen Butter schießt und so weiter. Dann kriegt er das eigentlich hin. Komm, schieß Butter! 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 Kennt ihr das von South Park? Ich kenne das noch. Das war eine geile Folge. Schieß doch Butter, Alter! Du hast doch Butter! Oder ist ja die Butter ausgegangen? Butter? Ihm ist die Butter ausgegangen, würde ich mal behaupten. Kann das sein, dass wir schon wieder ein Problem haben? Boah, wir haben auf manchen Lanes ja noch nicht mal. Scheiße, Alter. Scheiße. Das geht doch wieder voll in den Arsch, die Runde. Was ist los mit mir? Alter. Was ist da los? So, wenn wir jetzt ein bisschen Butter hinhalten, dann können wir hier vielleicht noch so weit hinstellen. Wird eng. Wird eng. Aber nicht unmöglich. Hier fehlt natürlich jetzt komplett alles. Einmal alles. Hier fehlt die Nuss, hier fehlt alles. Alter. Okay, die ist noch down. Gut. Die ist alles cool. Ah, verdammte Scheiße. Ich sitze hier gerade so. Bin völlig verzweifelt. Scheiße, Alter. So. Machen wir dicht. Ich sitze hier wirklich gerade und bin am Schwitzen. Ich transpiriere hier wie so ein. Keine Ahnung. Komm schon, schieß Butter. Butter. Schieß mehr Butter. So.
okay. Alles cool. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich brauche nur mehr Sonnenlicht. Huge Wave of Zombies. Das ist die erste Wave schon. Alter, was ist los mit mir? Was ist los? Was ist hier los? Hier muss einer hin. Hier muss einer hin. Krieg ich das hin? Du gehst weg. Dich lass ich hier nicht nochmal durch. Ich bin hier so. Alter, ich bin hier wirklich am Schwitzen. TF. Erstmal Butter, Kopf ab. Alter. Ganz im Ernst, ne? Nee. So. Alter, ich... Irgendwas mache ich falsch. Habe ich so das Gefühl. Oder vielleicht ist es einfach nur eine schwere Runde. Das kann auch sein. Aber eigentlich ist es ja ganz normal. Es ist ja wie die letzte, nur ein bisschen länger. Okay. Wir haben schon mal... So gut wie... Also hier die Shooter-Linien haben wir schon mal fertig. So, da steht jetzt auch ein Nüsschen. Okay. Also, es scheint sich wieder eingepegelt zu haben, die anfänglichen Schwierigkeiten. Eigentlich haben wir jetzt alles, was uns zur Musik verhelfen sollte. Können wir den hinstellen nochmal? Nom. Jetzt müssen wir nur noch die Chomper hinstellen. Und noch ein Nüsschen. Ja. Nehmt Butter in euer Gesicht. Okay. Nüsschen stehen, das ist schon mal gut. Brauchen aber mehr Chomper. Mehr Chomper für die Welt. So, Blumentöpfe stehen auch alle. Natürlich auch gut. Allerdings müssen wir natürlich schauen, wenn jetzt die Nuss hier kaputt geht. Ja, dass der das frisst. Hier muss eine neue Nuss hin. Ich brauche noch ein bisschen Sonnenlicht. Sonnenlicht, so. Sonnenlicht auch jetzt für die Chomper noch. Aber da hinten müssen noch zwei hin. Und wenn wir die zwei haben... Sind wir eigentlich durch. Dann können wir uns um die anderen Blumentöpfe kümmern. Um die hier. Um die Magnet-Shrooms. Oh nein, mein Freund. Oder doch mein Freund? Ich weiß es ja nicht. Ich bin mir unschlüssig. Nö, heute nicht. Heute habe ich keine Leiter für dich. Leider keine Leiter für dich. Das ist ein Zungenbrecher. Heute habe ich leider keine Leiter für dich. Sag das dreimal schnell hintereinander. Und ihr werdet sehen, wie schwierig das ist. So. Jetzt aber weiter zum Spielgeschehen. So. Ach, er hat es ja geschafft. Wie hat er das hier gemacht? Oh, die Nuss ist eh kaputt. Du hast mir nur geholfen. Uhaha. Wir machen mal den mittleren weg. Stellen mal so ein Ding hier hin. Und gucken mal, dass der uns ein bisschen die Money hier rauszieht. Weißt du, die Money, weißt du? Dick Money, Alter. Dick Money, ey. Bye. Und wir schauen mal, dass wir hier auf die Lane mal ein bisschen verstärkt Mais oder so machen. Weil Sonnenlicht haben wir eigentlich genug. Dann können wir das auch so ein bisschen separieren hier. Separieren? Sagt man das so? Ich weiß gar nicht. Wir können mal die Blumentöpfe hier noch davor stellen. Because of this Stereotyp hier. Du stellst hier nicht deine Leiter hin. müsst ihr mit eurem Nachbarn auch immer so machen. Wenn euer Nachbar irgendwo so eine Leiter abstellen will, einfach mal so eine Bombe hinlegen, zünden und sagen, du stellst hier nicht deine Leiter hin. Hüpft er da drüber? Der hüpft da nicht drüber. Nee. Der hüpft da nicht drüber. Diamant. WTF.
kommen hier die ganzen Diamanten raus, Alter. Es scheint sich ja zu lohnen. Hier können wir den hinstellen, den Chomper, dann ist das auch weg. Okay, der wird aber alle Münzen anziehen anscheinend. Also der zieht die Münzen schon an. So. Ey, cool irgendwie, wenn die Pflanzen noch größer werden würden, mit so einer größeren Range oder so, wenn die Zombies fressen. Das wäre irgendwie lustig. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, wenn du da jetzt drüber springst, mein Freund, ne, ich sag dir, du wirst voll getötet. Und dein Springdingens geht kaputt. Und ja, das ist alles deine Schuld. So, hast du das selbst zuzuschreiben. Hey Mama, der hat mein Sprungdingens kaputt gemacht. Geil. Die sammelt das Geld automatisch ein, das kann ich nie wieder vergessen. Ist das der Hammer? So, jetzt gibt's hier noch Butter für euch. Butter bei die Fische. Ne, Butter bei die Zombies. Hier können wir eigentlich den Chopper austauschen, damit er da nicht mein Nüsschen kaputt frisst. Das Nüsschen können wir wieder austauschen. Ja. Ansonsten ist eigentlich alles cool. Pff, meinetwegen frisst das da weg. Brauche ich eh nicht mehr. Und ich jump mal weg. So. Wenn jetzt natürlich hier noch einer kommen würde, ne? Das wäre natürlich doof. Wenn jetzt hier auf dieser Lane so ein Zombie kommen würde. Wo auch den würden wir klein kriegen, sage ich mal. Also, da sehe ich jetzt nicht so das Problem, weil hier stehen ja 4 Mais-Shooter. Und die 4 Mais-Shooter, die machen einfach so viel Butter und so viel Mais. Da hat kein Zombie lang zu leben. Seht ihr? Gebuttert. So. Der steht da relativ gut. Die Position habe ich... Also der Aufbau an sich ist eigentlich sehr gut gewählt, glaube ich. So, allein von der... Allein vom Aufbau her, ja. Also, jetzt von der Produktivität her. Oh, jetzt müssen wir wieder ein Nüsschen austauschen. Tja. Wieder ein Nüsschen mehr, das kaputt ging. Okay. Es ist so cool. Aber bekommen wir die jetzt auch dazu? Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Vielleicht sammelt der nochmal eins ein. Aber ja, eigentlich, wenn die Anzeige aufploppt, müssen wir ja eigentlich Münzen dazu bekommen haben. Ja. Bekommen wir. Das ist cool. A huge wave of zombies is approaching. Okay, final wave. Und wir haben ein bisschen Überlänge heute, aber naja. Das macht ja gar nichts. Jetzt kommen noch die Zombies oder wie oder was? Solange nicht zu viele davon kommen. So. Alles cool. Ich habe alles unter Kontrolle. Aber die Leitern sprengt es anscheinend auch weg, wenn man so eine Jalapeno da hinlegt. Also das ist auch ganz gut, finde ich. So. So, wir können jetzt noch so ein bisschen jumpen hier. Zack. Kopf ab plus Kopf. Oh, wir haben eine Gießkanne. Was machen wir denn damit? You found a watering can. Now you can play Zen Garden Mode. Hey, check it out. You found a watering can. In honor of this occasion, I present you your very own Zen garden. Hey, I'll even start you off with a couple of sprouts. Grow them to full size and they'll reward you nicely. Have fun. Okay. Jetzt können wir den Zen garden benutzen. Das ist cool. Einfach mal wassern. Überwassern. When they get thirsty. Okay, ich habe da gerade 500.000 Tonnen Wasser drauf geschüttet. Aber egal. Ich glaube, das muss man jetzt ein paar Mal machen und dann wachsen die schon so ein bisschen. Fertilizer. Okay. Dann können wir ein bisschen Fertilizer kaufen. So, ein bisschen Fertilizer.
Hey, haben wir 2 Münzen bekommen. So. Continue. Ja, dann gucken wir mal. Zen Garden is pretty nifty. Okay. You can visit anytime from the main menu. But enough of that. It's time to defend your house. I have to warn you. You're going to hate this next level. Why? Because it's non-stop bungee zombie after bungee zombie. I hate those confused. I hate them. I hate them with passion. Anyway. A whoop-dee-doo. A whoop-a-dee-doo. Here come those idiots now. Okay. Willst du mir jetzt sagen, da kommen diese Bungee-Zombies? Okay, aber es ist so ein Level, wo wir jetzt. Ja, nichts großartig machen müssen, quasi. Okay. Ja. Ich müsste mal ein paar Pflanzen haben. Okay, so funktioniert es natürlich auch. Hätte ich das natürlich auch mal wegmachen können davon. Aber naja, so weit denkt man ja wieder nicht, ne? So. Okay, der frisst ja so auf. Ja, die Cherry Bombs können wir sehr gut gebrauchen. Die lassen wir mal. Hatte diese Bungee-Zombies, ne? Ich werde sie. Ich hasse sie jetzt schon. So, der frisst den, das ist alles cool. Ja, eigentlich brauchen wir die gar nicht machen. Eigentlich können wir das so lassen. Ich hätte vielleicht gerne noch so ein paar. Ja, hier hinten so ein paar Pflanzen, die man hinmachen könnte. Aber gut. Ich würde mal so ein paar. Huch, Chomper noch da lassen. So. Und so ein paar Pumpkins hätte ich auch gern noch. So. Ach du Scheiße, Alter. Ich hasse dieses Level wirklich jetzt schon. Also er hat nicht zu viel versprochen. Ich trage gerade mein Handy irgendwie in der Hand, weil ich so nervös bin oder keine Ahnung. Ich drehe das so zum Takt der Musik irgendwie, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen crazy auch. So, der dürfte eigentlich den fressen und der dürfte den fressen. Also die fressen beide diese Lane hier. Und von daher ist das doch eigentlich Kack. Von daher ist das doch eigentlich Kack, genau. Kann man den noch extern? Ja, man kann den auch so extern abbauen, quasi. Ich lasse den gerade mal. Machen wir den weg. Machen wir den weg. Den weg. Komm mal hier, Flaupatzen. Nö! So. Leckt mich. Jeeha! Okay. Ja, können den fressen. Und dann machen wir hier die Pumpkins halt noch drauf. Drauf, mach mal so. Drauf. So, siehst du, die fressen beide so nach vorne, sozusagen. Alter, wie viele da einfach mal kommen. ETF. Okay. Passen Sie auf. Ja, du wirst sowieso gleich gefressen. Gib's doch einfach auf, Zombie. Wie viele wollen denn da kommen? Okay. Ah, okay.
Ich bin gerade schon ein bisschen unglücklich darüber. Okay, das war jetzt natürlich sehr schlau. So, halt die Fresse. So, 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 so. Also eigentlich ist das Level... Ich bin gerade auch so ein bisschen schweigsam wieder, keine Ahnung. Eigentlich ist das Level cool, aber auch wirklich verdammt nervig durch diese scheiß Bungee-Zombies. Hm, müssen wir denn mal eingreifen? Hier müssen wir... So. Welche Kürbis könnten wir noch austauschen? Den hier. Boah, eigentlich sind die alle noch... Ja, recht intakt, würde ich mal sagen. Hm, wir... Okay, das hat... Das war sehr effektiv in Pokémon-Sprache. Ja, können wir hier hin machen. Die Flower Pots brauche ich nicht, weil... Das ist beschissen. Ja, ja, ja. Okay, okay. Jetzt haben wir ein Problem. Obwohl eigentlich... Also wirkliches Problem aber auch nicht. So. Es ist ja schon die Final Wave, ne? Tja. Ihr könnt weiter in dem Kürbis rumknuspern. So, damit ist aber auf den Sack geht, verkürze ich das gerade mal. Alter, WTF. So. Zack. Und Knoblauch. So. Diverts Zombies into other lanes. Und mir fällt gerade auf, ich habe in der letzten Folge keinen Cut gemacht, oder? Ich habe einfach weitergelabert, weil es so Spaß macht. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben einfach mal eine Überlänge-Folge. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge erst wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.